Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal so voll war in Tübingen. Wir übertragen mittlerweile in alle 5 Hörsäle. Und das hat es, wie ich als Rhetoriker mit Gewissensschmerzen einräumen muss, nicht mal bei Walter Jens gegeben. Herr Weidt, möge mich korrigieren, falls es anders ist. Meine Damen und Herren, lieber Herr Professor Lesch, in den Bell Laboratories in Moray Hill, New Jersey, entstand in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Theoriemodell, das unser Verständnis von Kommunikation nachhaltig verändert hat. Das sogenannte mathematische Informationsmodell von Claude Shannon und Warren Weaver. Sie alle kennen die grundlegenden Annahmen von Shannon und Weaver, nämlich die Unterscheidung von Sender und Empfänger. Upsala. Ich bin nicht Herr Lesch, was die Tafel angeht. Ich glaube, meine Mitarbeiter haben absichtlich weiche Kreide gekauft. Viel Vergnügen, Herr Lesch. Also, so sieht dieses Sender-Empfänger-Modell aus. Und dieses Modell... Meine Studenten wissen, solche zeichnerischen Meisterleistungen zu würdigen. Dieses Modell ist so bestechend einfach, dass es die Art und Weise, wie wir Kommunikation verstehen, nachhaltig prägen konnte. Das große Missverständnis, das dieses Modell aber befördert, ist die Idee, dass Kommunikation eine ganz einfache Sache sei. Wir haben einen Sender, der sendet etwas an den Empfänger und allenfalls durch irgendwelche Störungen, ein Rauschen im Kanal, kann da irgendwas schieflaufen. Eigentlich ist aber nichts falscher als diese Idee. Denn in diesem Moment sende ich Informationen an Sie. Es entnimmt aber doch jeder eine andere Botschaft aus meinem Text, der von Ihren Erfahrungen beeinflusst ist, von Ihren momentanen Stimmungen. Ja, vielleicht hört der eine oder andere auch gar nicht zu, weil er hier ist, um Herrn Lesch zu hören, nicht um mich zu hören. Das ist mir als rhetorisches Problem durchaus klar, deshalb verspreche ich, mich kurz zu fassen. Bei Shannon und Weaver spielt es keine Rolle, was den Empfänger interessiert, ob er müde oder munter ist, erfreut oder verärgert. Was man den beiden übrigens nicht mal anlasten kann, denn die hatten eigentlich nicht vor, ein Theoriemodell zu entwickeln, das menschliche Kommunikation an und für sich erklärt. Das Ganze entstand in den Bell Labs und es war damals eine Art Think Tank, in dem viele Wissenschaftler arbeiteten, um den Geheimnissen der Telefontechnik gewissermaßen auf die Spur zu kommen. Es war damals Teil von Western Electric und AT&T und mit Hilfe dieses mathematischen Modells versuchte Shannon herauszufinden, was die Mindestbedingungen sind, um am Telefon verständlich zu sein, also wie die Frequenzbreite sein muss, wie die Lautstärke, damit eben ein Aussagetext, der über das Telefon gesendet wird, akustisch verständlich war. Aber Verstehen endet doch nicht bei dem korrekten Dekodieren der durch den Kanal übertragenen Laute. Interesse und Motivation der Zuhörer sind zentrale Faktoren, die die Wahrnehmung einer Botschaft ebenso beeinflussen wie der Wissenshorizont des Adressaten, sein sozialer und kultureller Hintergrund und seine momentane Stimmung. Anders gesagt, das mathematische Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver beraubt Kommunikation eigentlich dem rhetorischen Faktor. Denn es ist eines der wichtigsten Einsichten der antiken Rhetorik, dass Zuhörer immer subjektiv auf Informationen reagieren. Ein guter Redner sollte daher immer versuchen, die Welt auch einmal aus der Perspektive des anderen, aus der Perspektive seines Adressaten zu sehen. Heute sind wir so sehr von dem technisch-mathematischen Kommunikationsverständnis geprägt, dass dieser rhetorische Faktor häufig vergessen wird. Das aber ist fatal in einer Wissensgesellschaft, die darauf angewiesen ist, Informationen und Wissen zu teilen und im Dialog miteinander fortzuentwickeln. Mit Professor Dr. Harald Lesch haben wir nun heute einen Redner unter uns, dem das nur zu bewusst ist. Er versucht, seine Zuhörer und Zuschauer zu interessieren und zu motivieren, ist ein begeisterter und begeisternder Wissenschaftler. So gesehen sind Sie, Herr Lesch, auch wenn Sie sich selbst wahrscheinlich niemals so bezeichnen würden, ein mustergültiger Rhetoriker. Und umso mehr freut es mich, dass wir Sie für den Start der neuen Veranstaltungsreihe Rhetorik und Wissen gewinnen konnten.
was will Rhetorik und Wissen? Lassen Sie mich dazu noch ein paar Worte sagen. Wissen ist in unserer Wissensgesellschaft eine Ressource, von der unser wirtschaftliches Wohlergehen genauso abhängt wie unser kultureller Reichtum. Rhetorik und Wissen hat das Ziel, zu reflektieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Wissen mit anderen zu teilen, mediale Möglichkeiten zu diskutieren, zu untersuchen, welche Strukturen die gesellschaftliche Akzeptanz von Wissen und Wissenschaft beeinflussen. Rhetorik und Wissen ist ein Projekt, das haben Sie an verschiedenen Aufstellern gesehen, des Seminars für allgemeine Rhetorik, das die Wissensgesellschaft als eine kommunikative Herausforderung begreift und der enormen Bedeutung, die Wissens- und Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren gewonnen hat, erfüllen will, sich dem stellt. Die Jugend präsentiert, auch da haben Sie draußen einen Stand gesehen, das ist ein bundesweites Projekt, in dem Schüler Präsentationen einreichen und gleichzeitig eine bundesweite Ausbildungsoffensive für Lehrer, die lernen, den Schülern beizubringen, wie man eigentlich Wissen vermittelt, wie man komplexe Sachverhalte erklärt, gemeinsam also mit Jugend präsentiert. Und auch den Science Notes, die vor einigen Tagen in Tübingen gelaufen sind, ist Rhetorik und Wissen ein Versuch zur Förderung und Weiterentwicklung von Wissenschaftskommunikation. Möglich sind all diese Projekte nur dank der ideellen und finanziellen Förderung der Klaus-Schierer-Stiftung in Heidelberg, die sich die Förderung verständlicher Wissenschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Und der Klaus-Schierer-Stiftung sei an dieser Stelle ganz herzlich für diese Förderung gedankt. Bei Jugend präsentiert, den Science Notes und auch bei Rhetorik und Wissen kooperiert die Forschungsstelle Präsentationskompetenz des Seminars für allgemeine Rhetorik dabei mit Wissenschaft im Dialog aus Berlin. Und der Projektleiter von Jugend präsentiert, Christian Kleinert, ist heute Abend hier. Schön, dass du gekommen bist, Christian. Ich glaube und hoffe, durch all die Initiativen, die wir gemeinsam in den letzten Jahren starten konnten, haben wir der Rhetorik auch in Deutschland ein wichtiges neues Feld erschlossen, nämlich die Auseinandersetzung mit der effektiven und adressatengerechten Weitergabe und Weiterentwicklung von Wissen. Das ist gewissermaßen ein praktisches Gegenstück zu der amerikanischen Rhetoric of Science, die dort sehr geblüht hat. Insofern auch Dank an Dietmar Till als Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik und Joachim Knape, der sich von Anfang an auf dieses Thema Wissenskommunikation eingelassen hat. Zukünftig werden wir also jedes Jahr im Herbst einen prominenten Vortragenden haben, der sich mit dem Thema Rhetorik und Wissen auseinandersetzt und uns hoffentlich neue Impulse und Denkanstöße gibt. Das eingangs traktierte und mit viel Mühe aufgezeichnete mathematische Kommunikationsmodell sieht nicht nur den Zuhörer als eine neutrale Instanz, sondern auch den Sender. Das ist er aber nicht und Harald Lesch überzeugt gerade, weil er nicht in erster Linie professioneller Wissenschaftsjournalist ist, kein neutraler Vermittler von Informationen, sondern ein engagierter, ja leidenschaftlicher Wissenschaftler, dem man seinen Wissenshunger und seine Begeisterung für Themen, über die er spricht, anmerkt und abnimmt. Einer, der nicht dem Irrglauben erliegt, dass Erkenntnisse für sich selbst sprechen. Wie aber könnte man Zuhörer besser motivieren als dadurch, dass man ihnen klar macht, dass Wissenschaft und Forschung uns unmittelbar betrifft und daher auch die Frage, die über dem heutigen Abend steht, was hat das Universum mit mir zu tun? Wenn Sie sich umschauen, sieht dieser Hörsaal nicht ganz so nüchtern aus wie sonst, nicht nur, weil so viele von Ihnen gekommen sind, sondern auch, weil wir Lichtinstallationen an den Wänden haben und danke an Leuchtwerk, die sich auf das Experiment eingelassen haben, hier einige Weltraumszenen an die Wand zu projizieren. Das ist eine Art Erinnerung daran, wie faszinierend der Blick in die Sterne ist. Und das vergisst man oft in den Städten, wo man so viele Straßenlampen und Werbeschilder hat, dass man kaum noch die Sterne sehen kann. Gehen Sie einmal irgendwo fernab auf die Alp, gucken Sie in den Himmel und kommen Sie ins Staunen. Daran sollten diese Projektionen so ein bisschen erinnern, denn das Staunen ist ja immer der erste Schritt zur Wissenschaft. Es ist immer etwas Müßiges, Fernsehpersönlichkeiten vorzustellen. Sie sitzen abends ja gleichsam neben uns auf dem Sofa. Aber sei es drum, ein bisschen was will ich doch zu Harald Lesch sagen. Er studierte Physik und Philosophie an der Universität Gießen, war danach längere Zeit an der Universität Bonn, wo er sich auch habilitierte mit einer Schrift zum Thema Galactic Dynamics and Magnetic Fields. Seit 1995 ist er Professor für theoretische Astrophysik am Institut für Astronomie und Astrophysik bei der Universitätssternwarte der LMU München.
muss man tief durchatmen, bevor man das sagen kann. Zudem unterrichtet er Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie. Insofern hat sich auch diese Studienfachkombination und das Interesse für Philosophie bei ihm gehalten. Zentrale Themen von Lesch sind Plasmaphysik, schwarze Löcher und Neutronensterne, aber eben auch die theologischen und philosophischen Implikationen der Astronomie und der modernen Physik. Von 1998 bis 2007 war er Moderator von Alpha Centauri bei BR Alpha. Seit 2008 ist er Moderator der ZDF-Wissenschaftssendung Abenteuer Forschung und seit 2010 moderiert er zudem auf ZDF Neo die 15-minütige Sendung Lesch Kosmos, die neuerdings ja fragt den Lesch heißt, weil es längst nicht mehr nur um Astronomie ging. 2005 wurde ihm für seine publizistische Arbeit der Kommunikatorpreis der DFG und des Stifterverbands der Deutschen Wissenschaft verliehen. 2012 erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis und wurde Hochschullehrer des Jahres. Auch dieses Kerngeschäft eines Professors zu unterrichten vernachlässigt er also nicht. Professor an einer deutschen Universität zu sein, ist das Geilste, was es gibt, hat er mal gesagt. Schön, dass Sie hier sind, Herr Lesch. Ich hoffe, meine Tafelputzleistung ist einigermaßen Lesch-würdig. Ausgezeichnet. Ich hätte es gleich mitverwendet. Denn ist es nicht, also erstmal vielen Dank für die wunderbaren Worte. Ich behaupte nach wie vor, wenn jetzt, also namentlich, sagen wir mal so, als ich das gesagt habe, war ich nüchtern. Das war noch vor Bologna, glaube ich. Ja. Heute wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Ja. Ich persönlich behaupte ja, die Bologna-Reform, das hat was mit schlechter Verdauung zu tun. Man kann sich das richtig vorstellen. Die saßen in Bologna, was ist der Spitzname von Bologna? La Grassa. Ja, oh Gottes Willen, die Fette. Das Essen in Italien ist gut. Jetzt stellen Sie sich so eine Horde von europäischen Politikern vor. Du sitzt in Bologna mittags gut gegessen. Grappa, Sambuca vielleicht, Espresso. Und dann gucken alle auf die Uhr und sagen, Mensch, unsere Flugzeuge, sind natürlich alle geflogen, geht erst heute Abend. Was machen wir heute Nachmittag? Du, weißt du was? Wir reformieren mal den europäischen Universitätsraum. Was hältst du davon? So ist die Bologna-Reform entstanden. Genau so. Denn es wäre doch in der Tat nichts einfacher gewesen, als etwas sich gegenseitig zu schenken. Und das nennt man Vertrauen. Man hätte gar nicht was großartig ändern müssen. Man hätte einfach sagen müssen, wir erkennen die Studienabschlüsse der jeweiligen anderen Länder an. Ein Strich drunter, 13 oder 14 oder 18 oder 28 Unterschriften und die Sache wäre gelaufen gewesen. Aber wir wollen ja hier keine schlechte Stimmung verbreiten. Wir müssen halt durch jetzt. Obwohl ich es trotzdem interessant finde, dass also PISA auf der einen Seite für diese ganzen Wettbewerbe steht und Bologna für die andere. Mal gucken, für was Neapel demnächst steht. Ist es nicht interessant gewesen, eben, ich weiß nicht, ob Sie es mitgerichtet haben, es ging um eine Telefonfirma, Bell Labs. Die haben dieses Sender-Empfänger-Geschichte gemacht. Also heute gibt es ja ganz andere Firmen in den USA. Falls Sie also von dem Vortrag irgendwas lernen wollen, also falls Sie das jetzt irgendwie im Internet nicht mitkriegen, es gibt ein ganz neues Modell, das heißt Nikolaus sieht alles. Und da ist alles drauf, was Sie sich vorstellen können. Sie wissen vielleicht, die NSA hat jetzt ganz neue Speicher. Die können also praktisch das gesamte Internet speichern. Die haben solche riesigen Hallen in Utah. Utah ist das Land, wo die Mormonen wohnen. Und die haben nur ein Problem in Utah, das sind die Eichhörnchen. Ja, wirklich wahr, die Amerikaner haben große Probleme damit, dass die Eichhörnchen ihnen immer wieder die Stromkabel anknabbern.
Das heißt also, regelmäßig fällt der Speicher der NSA aus, weil irgendein Eichhörnchen dann wieder in Squirrel hat da irgendwie wieder was abgeknabbert. Und das ist natürlich Evolution. Also die Squirrels müssen das machen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wann alle diese NSA-Mitarbeiter aus Europa abgezogen werden und diesen Eichhörnchen-Taliban in USA irgendwie auf die Schnauze schauen, weil das geht ja gar nicht, dass dieser Speicher da so beschädigt wird durch kleine, rote und andere Eichhörnchen. Tja, was hat das Universum mit uns zu tun? Also mit Ihnen und mit mir. Ich will mal mit einem Thema anfangen, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch, möchte ich an dieser Stelle noch bemerken, einer Zuschauerin, die in einem der unglaublich, wie viel sind es, fünf anderen Hörsäle, also ich grüße an dieser Stelle, wo muss ich denn hingucken eigentlich? Dahin. Da. Also ihr wisst Bescheid, und jetzt fangen wir, ja, wisst ihr Bescheid, ich fange jetzt an mit Dings. Ja, genau. Ja, mache ich. Nee. Nee, ich fang vorne an. Gut, ja. Also, ich fange an, über etwas zu sprechen, was ganz wichtig sein wird, nämlich mit Determinismus. Ich bin ja hier als Physiker eingeladen, und es gab ja unlängst eine irre Triumphstunde des Determinismus, nämlich als Rosetta bei diesem unglaublichen Kometen Churyumov-Gerasimenko landete. Churyumov und Gerasimenko sind beide nicht Mitglied des Zentralkomitees der KPTSU gewesen, als sie, obwohl sie fast so heißen, 1969 einen Kometen entdeckten, der jetzt eben von Rosetta angeflogen wurde. Übrigens, Rosetta sollte einen ganz anderen Kometen anfliegen, aber ist irgendwas, der sollte so einen finnischen Kometen anfliegen, Virhanen oder so ähnlich hieß der. Der ist aber an uns vorbeigeflogen, die waren einfach zu spät. Haben sie also sich einen neuen ausgesucht, Churyumov-Gerasimenko, kurz Churi genannt. Und den haben sie sich 1999 ausgesucht, und dann sind sie im Jahr 2004 sind sie losgeflogen. Also jetzt nicht, ist hier niemand dabei gewesen, sondern man hat das Ding losgeschickt, und dann ist Rosetta, ich glaube, zweimal um die Sonne rum und dann, tschakka, ins interstellare, nein, nicht ins Inter, aber in den interplanetaren Raum geflogen. Dann hat man das Ding 960 Tage abgeschaltet. Der flog praktisch ganz allein durchs All. Ganz allein. Und dann klingelt der Wecker. Nach 967 Tagen ging das Ding, hat er sich praktisch selbst wieder aufgeweckt. Die Stimmung im DLR-Zentrum in Darmstadt bei der ESA, genau, war gespannt, weil die natürlich alle darauf gewartet haben, kommt das Signal oder nicht. Entfernung ungefähr 30 Lichtminuten. So wie jetzt auch, also die ganze Landung um den Churyumov-Gerasimenko ist ja irre gewesen, 500 Millionen Kilometer Entfernung. Das Signal, hallo, braucht 30 Minuten, um da hinzukommen. Und wenn er dann gesagt hat, bin gelandet, brauchst du wieder 30 Minuten. Man muss sich das mal vorstellen, was für eine Wahnsinns-Navigationsleistung. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Also, dieser Rosetta ist dabei, sich aufzuwecken. Wecker klingelt, wie kann man sich richtig vorstellen, du bist als Sonde allein unterwegs im interplanetaren Raum. Der Wecker klingelt, machst du morgens so, machst du deine Solarzellen auf. Tust deine Antenne schon mal so ausrichten. Ne? Aber die Jungs und Mädels sitzen in Darmstadt und warten darauf, dass dieses Signal kommt. Nach 30 Minuten hätte es eigentlich da sein müssen. Jetzt kann man sich das vorstellen. 30 Minuten. Signal. Stille. Nix. 31 Minuten. Ach, das heißt bestimmt, das muss bestimmt geklappt haben. Komm, eine Minute geben wir ihm nach dem Signal. 35 Minuten. Hast du mal einen Cognac? 40 Minuten. Die ersten fangen an, sich irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, weil sie der festen Überzeugung sind, das Ganze hat nicht geklappt. Die Sache ist kaputt, das Ding funktioniert nicht. Nach 46 Minuten, als bereits einige heulend am Boden lagen, kommt das, was der Kollege sagte, ein Signälchen. Dabei hätte man doch einfach nur Folgendes überlegen müssen. Ich meine, wie ist es denn, wenn morgens der Wecker rappelt? Stehst du da gleich auf? Nee. Da wartest du dann mal ein Viertelstündchen, drehst dich nochmal um, ja? So hätte man das erklären können. Naja, also Sie sehen schon, in dem Moment, wo man ein bisschen mehr was Humanes ins Weltall trägt, lassen sich viele dieser Effekte viel, viel besser verstehen. Und dieser eine, und das war natürlich ganz besonders schön, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Rosetta ist aufgewacht, ist ja dann später auch richtig so angebremst worden, wunderbar auf Schrittgeschwindigkeit. Und dann hat er dieses Ding umkreist, da gibt es ja wunderbare Bilder, sieht ja aus wie so ein Squeetsche-Entchen und so weiter, also großartige Sache. Und dann stößt
dann stößt Rosetta an einem Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit, stößt Rosetta die kleine Landesonde Philae ab. Und Philae fliegt mit der Geschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Sekunde langsam, aber sicher auf diesen Kometen zu. Währenddessen stand ich auf der Autobahn und habe mir das im Radio angehört, dass eine Sprecherin da sagte, jetzt gerade müsste Rosetta diese Sonde abgestoßen haben. Wir erfahren das aber erst in 28 Minuten. Auf jeden Fall müsste sich die Sonde jetzt mit wenigen Zentimeter pro Sekunde bewegen. Ja, die bewegt sich wenigstens. Wunderbar. Aber ich war natürlich begeistert, weil nämlich, wenn das tatsächlich gelingt, dann ist das der Triumph des Determinismus. Das bedeutet nämlich, wir können genau vorausberechnen, was ein Ding tun soll, wenn es sich durchs Weltall bewegt. Das heißt, nicht alles da oben ist determiniert, aber eine ganze Menge davon muss determiniert sein, sonst würde diese gesamte Weltraumfahrt überhaupt nicht funktionieren können. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Naturgesetze geht, von denen noch die Rede sein wird heute Abend. Offenbar gibt es mathematische Strukturen da draußen in der Welt, die funktionieren, die haben wir verstanden. Also ein bisschen was von der Welt haben wir verstanden. Und gerade die Gesetze der Gravitation, der newtonschen Gravitation zumal, also das, was innerhalb unseres Sonnensystems sich abspielt, da scheinen wir ganz gut zu sein. Nun, es hat sich dann ja herausgestellt, es hat ja alles gut geklappt. Naja, nicht ganz. Ja. Der hat ja hier unten auf der Erde, hat ja Philae, der übrigens Roland heißen sollte, Roland für Rosetta Länder, fanden aber die französischen Kollegen nicht so schön. Warum eigentlich nicht? Ich meine, Roland heißt doch, gut, Ihr Präsident heißt nicht Roland, sondern Holland. Oh Gott, meine Güte, ein Buchstaben mehr oder weniger. Aber damals hieß der noch gar nicht. Wer war denn 2004? Sarkozy, ne? Sarkozy? Nicolas Sarkozy, so sagen doch unsere britischen Freunde. Nicolas Sarkozy, ja. Ich glaube, der war, auf jeden Fall, die hatten was dagegen und die wollten dann ursprünglich, wer weiß denn, wie ist denn der Entdecker von dem Rosetta-Stein? So ähnlich wie Champignon? Nee. So ähnlich. Wie hieß der? Champignon. So sag ich doch. Ja, so ähnlich. Das geht natürlich PR-mäßig gar nicht, das wäre rhetorisch eine Katastrophe, wenn ich jetzt den ganzen Abend über den sprechen soll. Und sie sind dann auf die Insel, auf die Philae gekommen, also statt Roland Philae. Und dieses Ding wog ja hier unten, als sie gestartet sind, hier unten noch 100 Kilogramm. In dem Gravitationsfeld der Erde 100 Kilo, dort oben nur 4 Gramm. Jetzt muss man sich also vorstellen, dass diese Sonde mit 4 Gramm auf Churyumov-Gerasimenko landet und dann einen Kilometer weiter und dann liegt es irgendwie so auf dem Rücken und strampelt irgendwie so rum. Man merkt übrigens an dieser Stelle, dass dieser ganze Film mit Bruce Willis, ja, so ein Komet ist keine gute Kulisse für einen Actionfilm, weil du hast einfach keine Gravitation. Wenn du nur so rufst, hallo, fliegst du davon. Ja, sie lachen, aber das ist Determinismus. Das heißt also, die Tatsache, dass der eine gewisse Masse hat, führt deterministisch dazu, welche Kräfte auf ihn wirksam sind. Und das ist natürlich trotzdem toll, weil ich bin nach wie vor der Meinung, das ist eine extrem wichtige Navigationsleistung gewesen, denn irgendwann wird uns tatsächlich mal so ein Brocken treffen, jetzt nicht Churyumov-Gerasimenko, aber irgendeiner dieser Nearly Hazardous Objects wird irgendwann in Zukunft mal auf dem Weg zur Erde sein und da müssen wir genauso navigieren können wie Rosetta, um möglicherweise einen Asteroiden zu manipulieren. Wie manipuliert man Asteroiden? Man bringt einfach etwas in seine Nähe. Irgendwas Schweres. Denn Gravitation, deterministisch, genau. Ich bringe einfach eine Masse in die Nähe einer Masse und dann kann ich so ganz langsam, wenn es genug ist natürlich nur, ganz langsam diesen Asteroiden möglicherweise durch die Gravitationskraft des Dahingebrachten dazu kriegen, dass der Asteroid seine Kollisionsbahn mit der Erde verlässt. Das kann man tatsächlich machen, man kann es nämlich ausrechnen. Das bedeutet, wir haben einen großen Teil dieser Wissenschaft, der lebt davon, dass man etwas determinieren kann. Man kann etwas vorausberechnen. Das ist die eine Seite, um die es mir heute geht, dass wir ein unglaubliches Prognosepotenzial haben in dieser Wissenschaft, die man im Allgemeinen Naturwissenschaft nennt. Ich werde mich hauptsächlich auf die Physik begrenzen, aber die Physik in einer Form, wie sie schöner nicht sein kann, nämlich in Form von Astrophysik. Also angewandte Physik, die Physik des Himmels. Und schon so ein Bild da oben sollte Ihnen sagen, es ist alles ganz anders, als Ihnen die Science-Fiction-Filme oder Science-Fiction-Geschichten zu erzählen. Die Tatsache, dass Sie dort oben Sterne sehen, bedeutet, zwischen Ihnen, zwischen Ihrem Auge und diesen Sternen ist nichts, was das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würden Sie Sterne nämlich nicht sehen. Nehmen wir mal an, das Universum wäre so dick wie die Wand.
dann können Sie mich zwar noch hören, aber Sie können nur noch eingeschränkt sehen. Hm? Sie wissen genau, was ich meine. Das ist ein sogenanntes selbstevidentes Argument. Das ist natürlich völlig klar. Man kann nicht durch diese Wand sehen. Zumindest nicht mit optischem, vielleicht mit Infrarot, vielleicht mit anderen Wellenlängen. Da kann man durchkommen. Das bedeutet, der Blick in den Himmel ist ein unmittelbarer Blick in die totale Leere. Die mittlere Dichte im Universum ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Die mittlere Dichte in der Milchstraße, wo man schon denkt, habt ihr mal ein Bild von der Milchstraße? Komm, hau doch mal einen raus. Komm. Das haben wir nicht geprobt. Habt ihr was? Irgendeinen schönen für die Milchstraße? Na gut, ist egal. Also, wir wissen ja alle, wie die Galaxien aussehen. Große Materieinseln mitten im Universum. Da ist die mittlere Dichte ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Hier im Saal, immer noch jetzt zu Beginn des Vortrags, ist in einem Kubikzentimeter 10 hoch 20 Teilchen drin. Eine 1 mit 20 Nullen. Das ist der Wahnsinn. 100 Trillionen Teilchen, das ist übrigens, finde ich, auch nach wie vor immer noch eine schöne Zahl. Selbst da sind also schon ein paar Finanzkrisen, die daran vorbeilaufen müssen. Wir Astronomen haben ja schwer verloren durch die Finanzkrisen. Früher konnte man ja mit einer Billion noch richtig Eindruck machen. Das ist ja jetzt vorbei. Das ist ja schon lange vorbei. Ne? Das ist schon lange vorbei. Was ich aber übrigens noch sagen wollte, das habe ich vorhin vergessen, weil das ist noch ein Punkt, der liegt mir jetzt wirklich gerade, Sie wissen gar nicht, was passiert, während ich den Vortrag halte, die allmähliche Entstehung des Gedankens beim Reden. Ich habe nämlich einen Schlenker noch vergessen vorhin, das muss ich noch erzählen. Ich hatte nach dieser Nachricht über Rosetta und Philae einen solchen Hals. Und zwar kam nämlich danach die Meldung, dass der Bayerische Landtag gerade eben das Gesetz 10H verabschiedet hätte. Das ist die Geschichte mit den Windrädern. Die wissen schon, bei uns in Bayern muss das Windrad 10-mal weiter von einem Haus entfernt sein als das Windrad Hoges. Das bedeutet im Klartext 0,000000% der bayerischen Staatsfläche ist überhaupt noch für Windkraft geeignet. Warum habe ich dann so einen dicken Hals? Ich habe einen dicken Hals, weil auf der einen Seite wir dem Determinismus der Naturgesetzlichkeit vollständig vertrauen, wenn es darum geht, irgendwas zu irgendeinem Kometen zu schicken. Aber dann, wenn uns die Wissenschaftler sagen, hört mal, ihr müsst was unternehmen mit eurer Energie, ihr wollt doch nicht in Zukunft weiterhin noch irgendwelchen fossilen Scheiß verbrennen, ihr müsst eine Energiewende machen, dann scheint sich keiner mehr dafür zu interessieren, was die Naturgesetze uns vorgeben. Der Strom kommt bei uns aus der Steckdose, es ist mir wurscht, wo der herkommt. Ja. Ein Land, das keine Windräder haben will, das Netz soll auch nicht ausgebaut werden, es darf keine Pumpspeicherkraftwerke geben und sonst auch nichts, ist mir völlig schleierhaft. Wahrscheinlich hoffen alle auf die demografische Entwicklung in Zukunft. Ja? Nein. Moment, die Großeltern werden sukzessive einfach in den Keller gebracht. Komm, setz dich da drauf und dann heißt es. Ich weiß es nicht. Wo soll es herkommen? Und das ist genauso idiotisch wie dieser Fracking-Irrsinn. Ja? Der weiß ganz genau, es ist nur ein Strohfeuer, aber es blustern sich Leute auf und pumpen. Mensch, jetzt können wir Geld machen. Genau darum geht es, wenn man Physik betreibt. Nämlich sich nicht verarschen zu lassen. Und die Anwendung von Physik auf den Himmel ist eine der großen Beispiele dafür, welche unglaubliche Kraft hinter dem liegt, was wir mit dieser empirischen Methode vor uns haben. Empirische Hypothesen müssen nämlich an der Erfahrung scheitern können. Wenn wir also über das Weltall sprechen, über diese ein Teilchen pro Kubikzentimeter Sicht auf irgendwelche Sterne, die möglicherweise Hunderttausende von Lichtjahren von uns entfernt sind, na gut, bei unserer Milchstraße natürlich nicht, die hat ja nur eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren, aber wenn man das Auge verlängert mit entsprechenden Teleskopen, können wir auch noch ganz andere Objekte sehen, die Millionen von Lichtjahren von uns entfernt sind. Der Wahnsinn! Woher wissen wir denn das eigentlich? Sie glauben mir alles, ich kann Ihnen sonst was erzählen. Jetzt müsste man natürlich anfangen, über die Methodik zu sprechen, wie kann man überhaupt Entfernungen bestimmen, etc., etc. Sie müssen mir jetzt an dieser Stelle vertrauen, bitte. Ja? Wir wissen es. Also mindestens können wir es vernünftig, widerspruchsfrei so konstruieren, dass wir tatsächlich was über die Welt aussagen können. Und das ist enorm, dass man also behauptet, eine empirische Hypothese ist nur dann eine gute Hypothese, wenn man sie an der Erfahrung testen kann. Also, Sie haben eine Hypothese über die Welt
Und wir machen ein Experiment und finden dann raus, dass die Vorhersage ihrer Hypothese eintritt. Yippie! Ja, gut. Heißt aber noch gar nichts. Heißt nur, sie ist noch nicht falsch. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Mediziner trifft und er fragt, wie fühlen Sie sich? Gesund, gesund. Ja, sind Sie natürlich genug untersucht. Ja? Also, das ist jetzt hier genauso. Wir gehen natürlich mit empirischen Hypothesen so um, dass wir systematisch immer schärfere und schärfere und schärfere Tests machen. Aber wichtig ist an dieser Stelle, und da komme ich wieder zu meinem Ministerpräsidenten zurück, also Ministerpräsident Freistaats, es scheint so zu sein, als ob man der Meinung ist, in verschiedenen Kreisen, als könne man über Naturgesetze genauso debattieren, wie über Gesetze, die von Menschen gemacht worden sind. Es ist ja interessant, dass in Deutschland die Politik vor allen Dingen in Ausschüssen gemacht wird. Und die anwesenden Handwerkerinnen und Handwerker wissen natürlich, was für eine Bedeutung Ausschuss hat, ne? Es dauert ein bisschen. Lassen Sie es einfach erklären, wenn Sie es nicht verstehen. Und dann kommt man doch tatsächlich auf die Idee, man könne über gut gesicherte Naturgesetze könne man noch irgendwie debattieren. So nach dem Motto, wunderbare, zitierbare Geschichte bei der Europäischen Union, steht jemand da und erklärt, dass die Sicherheit des europäischen Stromnetzes natürlich unter Umständen problematisiert ist, um so ganz vorsichtig auszudrücken. Es gäbe dann nämlich die Kirchhoffschen Gesetze, die regeln also die Verteilung von Strömen in geschlossenen Stromkreisen und so weiter und erklärt, ja, und die Kirchhoffschen Gesetze und die Kirchhoffschen Gesetze. Und dann sagt doch tatsächlich von hinten ein Parlamentarier, Gesetze, die können wir doch ändern. Ja. Natürlich wäre ich manchmal moins froh, wir hätten weniger Gravitation. Es nützt aber nichts. Ja? Also das Irre ist, dass wir hier an dieser Stelle mit der Physik über etwas sprechen, was etwas einführt, was wir im Grunde genommen gar nicht mehr so richtig haben wollen, nämlich etwas Absolutes. Da gibt es offenbar absolute Größen. Das ist aber schon heftig. Und das, was wir da machen, wenn wir wo ist er denn, der Himmel? Ah, da ist er ja. Was wir da oben, wenn er, also hier zum Beispiel bei der Sonne, das, was Sie da sehen, sehen Sie das? Genau. Das ist Elektrodynamik. Ja, also hier sieht man Plasma von der Sonne hochkommen und das bewegt sich eben nicht einfach so, sondern es bewegt sich in großen Schläuchen. Das hat was mit elektrischen Strömen zu tun. Also wenn der Strom durch Ihr Daumen geht, dann induziert dieser Strom, also in den Fingern das Magnetfeld, es bilden sich solche Schläuche aus, die geladenen Teilchen kommen da nicht raus. Man kann das ausrechnen, wie man einen Stromkreis im Haus ausrechnet. Mit Spannungsquelle, Ohmsches Gesetz, erinnert sich an das Ohmsche Gesetz? Schweizer Kanton, URI, U ist R mal I und so weiter. Also, das kann man genauso ausrechnen. Und das, was wir da tun, sind zum Beispiel absolute Größen einzuführen. Absolute Größen, an denen wir festhalten, weil nämlich, ich habe ja jetzt hier schon jemanden, der die ganze Zeit schon Theorien verbrochen hat, ja, sie hat nämlich gesagt, es gibt absolute Größen, das ist ihre Theorie, zum Beispiel die Theorie von der absoluten Lichtgeschwindigkeit, das hat sie gesagt. Sie hat behauptet, es gäbe eine Geschwindigkeit, die völlig unabhängig vom Bezugssystem überall die gleiche ist. Völlig wurscht, wie es sich bewegt. Wie nennt man diese Theorie? Wie nennen wir sie? Sie hat sie später Relativitätstheorie genannt. Ist aber eigentlich Quatsch. Denn es ist eigentlich die Theorie von der absoluten Lichtgeschwindigkeit. Und mit Hilfe dieser Theorien machen wir Astrophysik. Das heißt, wir nehmen die Dinge am Himmel wahr. Wir behaupten also, es gäbe eine von unserem Bewusstsein unabhängige Realität. Wir sind als Naturwissenschaftler natürlich Realisten, im Gegensatz zu den Konstruktivisten, den radikalen Konstruktivisten, die Physik nur so im Sprachspiel erklären und sagen, findet ja alles in unserem Kopf statt. Natürlich, ich hoffe sehr, dass die Physik in unserem Kopf sich abspielt. Vor allen Dingen, wenn ich eine Vorlesung darüber halte. Ja? Aber unser Gehirn ist vor allen Dingen ein Rekonstruktionsapparat, ein durch die Evolution trainierter Apparat, mit der Welt, in der wir leben, klarzukommen. Umso erstaunlicher, dass wir weit über unsere Anschauungsform hinausgehen können, dass wir mit Hilfe der Mathematik eine Sprache entwickelt haben, die unabhängig von den Traditionen ist, unabhängig von den Subjekten ist, also praktisch intersubjektiv objektive Tatsachen vermitteln kann, soweit es irgendwie zu berechnen ist. Nun, worauf es da natürlich ankommt, ist, dass es uns möglich ist, mithilfe dieser absoluten Größen einige der wichtigsten Experimente zu machen, um immer wieder genau diese Überprüfung möglich zu machen. Und die Relativitätstheorie ist eine davon. Die Relativitätstheorie gehört zu diesen großen Theorien,
für den Himmel. Die andere Theorie, mit der wir den Himmel beackern, wird ein bisschen schwieriger einzuführen, aber das kriegen wir schon noch hin. Arbeiten Sie schon mal vor, ich brauche Sie gleich. Vielleicht an dieser Stelle nur noch mal eines. Der wirkliche Triumph der Physik begann ja damit, dass man eine Theorie der Himmelsbewegung hatte. Also die Planetenbewegung. Die Theorie der Bewegungen am Himmel, das war eigentlich der große Punkt, dass man gesagt hat, wir kennen jetzt die Gesetze, die es möglich machen, wie vorauszuberechnen, wie Planeten sich verhalten, wie die Monde der Planeten sich verhalten und so weiter. Ich habe ein voll deterministisches System und das bedeutet mit anderen Worten, um es etwas romantischer zu sagen, wir sind in der Lage, die Sterne vom Himmel zu holen. Wow. Ah. Hä? Genau. Großartig. Und diese Methodik der absoluten Größen, das hat ja schon fast ein bisschen was Theologisches. Und zurückzukommen, ich brauche Sie nämlich jetzt genau in diesem Zustand, um zurückzukommen auf diese Möglichkeit des radikalen Konstruktivismus. Die Physik sei, wäre auch nur eine Sprache, eine unter vielen. Mit radikalen Konstruktivisten gehe ich immer gerne nach St. Peter-Ording. Wir gehen bei Ebbe los. Nach 2 Stunden drehe ich mich wieder um und sage, tschüss, sieh mal zu, wie du dich mit deiner selbstkonstruierten Flut zurechtfindest. Ja. Von den Leuten hört man dann auch nichts mehr. Das sind die gleichen, die diesen Darwin-Preis kriegen, damit sie ihr genetisches Material nicht weiter verbreiten. Ne? Da gibt es so Leute, ja, das, ich meine, meistens posthum, also immer hinterher, also wenn die dann schon ins Nichts übergegangen sind. Da gibt es Leute, die haben sich zum Beispiel eine Feststoffrakete auf ihren Auto oben drauf gebaut. Und dann jagen sie durch die Wüste. Also haben die Feststoffrakete angezündet und dann fuhr der los. Das Blöde an der Feststoffrakete ist, wenn du die einmal angezündet hast, dann brennt die durch. Ne? Man hat den Wagen nicht gefunden. Man hat ihn lange gesucht, man hat ihn nicht gefunden. Bis mal einer auf den Gedanken gekommen ist, nicht auf der Ebene zu suchen, sondern mal zu gucken, guck doch mal die Wand hoch. Ah, da steckte der Wagen samt Feststoffrakete rams wirklich in so einer Felsenwand drin. War natürlich klar, ne, der hat richtig so Gas gegeben und dann... Damit hat er nicht gerechnet. Wunderbar. Also, Astrophysik zu betreiben und damit die Frage zu stellen, was geht uns das an, ist vor allen Dingen auf der theoretischen Seite die Suche nach solchen Gesetzmäßigkeiten, mathematischen Theorien oder mathematisch formulierten Theorien mit, Achtung, Prognosepotenzial. Sie hat vorhergesagt. Und es ist alles genau so gekommen, wie sie es vorhergesagt hat. Wunderbar. Das ist das Tolle. Diese Theorien müssen etwas vorhersagen. Es nutzt also gar nichts, wenn man eine tolle Theorie hat, die man aber nicht überprüfen kann. Vorhin zum Beispiel wurde ich angesprochen auf Multiversen. So ein Universum, was es irgendwo gibt. Ja, völlig Piepenhagen. Ich habe dann gesagt, also ich würde gerne in einem Universum leben, wo nicht ständig Bayern München Deutschland Fußballmeister wird. Ja? Aber wir sind alle zerknirscht, dass der gute Reus verletzt ist. Ich weiß, ich weiß. Ja. Also das sind keine Theorien, mit denen wir in empirischer Wissenschaft was anfangen können. Aber die Relativitätstheorie, das ist eine Theorie. Ich könnte jetzt an dieser Stelle zum Beispiel einen Vortrag über eine Form von Materie halten, die wir gar nicht sehen können, von der wir überhaupt nichts sehen, von der wir nur wissen, sie muss da sein, weil nur Massen Massen bewegen. Und diese Relativitätstheorie liefert uns ein Instrument, um danach zu suchen, nämlich Gravitationslinsen. Denn die Anwesenheit von Massen führt dazu, dass die Lichtwege gekrümmt sind. Das führt natürlich zu ziemlichen Verbiegungen von Abbildungen von Galaxien dort oben, sogar von Galaxienhaufen. Man kann also aus den Abbildungen von Galaxienhaufen darauf schließen, welche Materie muss zwischen uns und diesen Objekten liegen, damit deren Abbild am Himmel so verbogen wird. Daraus lässt sich dann darauf schließen, welche Form von dunkler Materie da ist. Diese Materie ist allerdings was ganz anderes als Sie und ich, was hier so sitzt, ja? Gott, ja. Ne? Sie sind, genau wie ich auch, eben Elektronen, Protonen, Neutronen, also Quarks. Up- und Down-Quarks und Elektronen und viel Bindungsenergie. Wir bestehen ja hauptsächlich aus Bindungsenergie. Aber die dunkle Materie darf das alles nicht sein, denn Sie und ich, wir wechselwirken ja mit Strahlung. Aber die dunkle Materie sieht man nicht. Die macht nichts. Die verschluckt auch kein Licht. Die macht nichts. Die ist einfach nur schwer. Sauschwer.
Und ich sage kein Wort umsonst in diesem Vortrag, wir werden das noch brauchen, weil die Suche nach dunkler Materie ist die Suche nach Teilchen. DM steht nicht für Deutsche Mark, sondern für dunkle Materie. Es ist die Suche nach Teilchen. Teilchen, die so sein könnten, dass sie ihre Wirkung, also ihre Gravitation, ihre Masse haben, aber sonst nichts machen. Nun, wir kennen solche Teilchen, Sie merken es auch, manchmal zumindest, das sind Neutrinos. Vorhin haben wir ja ein Bild gehabt von der Sonne. Von der Sonne kommen pro Sekunde so viele Neutrinos, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Das ist das, was durch ihren Daumennagel so fliegt, pro Sekunde. 100 Milliarden, grob. 100 Milliarden Neutrinos. Machen die mit ihrem Daumennagel irgendwas? Gucken Sie mal hin. Man sieht nichts, ne? Neutrinos sind Teilchen der elektroschwachen Wechselwirkung. Der schwachen Wechselwirkung an der Stelle brauchen wir, mehr brauchen wir gar nicht. Und diese Teilchen haben so gut wie keine Masse. Aber sie kommen aus dem Innersten der Sonne. Auch übrigens, nee, das hat sie nicht gesagt, aber sie haben das gesagt. Ich weiß es noch genau. Sie haben damals nämlich behauptet, Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, es gäbe in der Sonne möglicherweise Kernprozesse, die dazu führen würden, dass die Sterne so lange strahlen. Das hat sich auch als völlig richtig herausgestellt. Wunderbar, war ein guter Hinweis. Es hat nur ein bisschen gebraucht, um es tatsächlich zu beweisen, im Sinne von einem starken Indiz, was eigentlich kaum noch ein vernünftiger Mensch bestreiten kann, nämlich dem Fluss von Neutrinos. Nämlich bei diesen Kernreaktionen im Innern eines Sterns entstehen Neutrinos. So können wir heute mit Neutrino-Teleskopen ins Innerste unserer Sonne blicken. Wenn wir an der Oberfläche unserer Sonne sind, dann sehen wir Strahlung, die möglicherweise vor Millionen Jahren im Innersten der Sonne entstanden ist, durch diese Kernfusionsprozesse und dann langsam nach außen drängte, allerdings eher so wie so ein Besoffener. Angestoßen, die Photonen, die da frei werden, stoßen ständig mit Elektronen zusammen und verlieren dabei Energie. Wie schlimm, kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie schlimm das ist. Das ist fürchterlich. Es ist überhaupt so, dass jetzt langsam mal die dramatische Abteilung, also die Tragödie in dem Vortrag anfangen muss. Bevor ich wieder auf die Geschichte zurückkomme, denn wir müssen ja endlich mal auch zu dem Thema kommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie starten im Innern eines Sterns als 26-facher Millionär. Mit 26 Megaelektronenvolt starten Sie. Was kostet die Welt? Komm, ja, da geht doch was. So. Und jedes Mal, wenn du mit irgendeinem Elektron zusammenstößt, verlierst du Energie. Am Ende, wenn dieses Photon oben an der Sonne rauskommt, hat es noch 50 Cent. 0,5 E-Volt. Nix, das ist so gut wie nix. Können Sie sich vorstellen, was für ein Frust dieses Licht schiebt? Ja? Verdammte Hacke, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ja? Während die Neutrinos, das sind sozusagen diejenigen, die die Photonen rechts auf der Standspur überholen. Ja? Die kommen nämlich aus dem Kern des Sterns raus, ohne Wechselwirkung. Daran merkt man den großen Unterschied zwischen der elektromagnetischen Kraft, also die Kraft, die was zu tun hat mit der Wechselwirkung von Licht mit Materie, und der schwachen Kraft, nämlich diejenigen, die eigentlich nur in den Atomkernen wirksam ist. Bis so ein Neutrino mal wieder was merkt von der Welt, muss es bis zum Saturn fliegen. Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Nun, die Sache mit der dunklen Materie ist eine Verbindung zu einer Welt von Physik, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich muss mal gucken, wen ich dafür verantwortlich mache. Sie haben im Jahre 1900 unter schwersten Gewissensbissen die Forderung aufgestellt, Energie sei quantisiert. Und nur unter allerschwersten. Sie konnten nächtelang nicht schlafen. Aber Gott sei Dank, es hat sich als richtig herausgestellt. Die Schlaflosigkeit hat sich gelohnt. Im Jahre 1900 entstand die Vorstellung, dass die Welt tatsächlich noch eine andere absolute Größe hat als die Lichtgeschwindigkeit. Nämlich etwas, wie haben Sie es genannt? H. H, haben Sie gedacht. Das Planck'sche Wirkungsquantum. Alles in der Welt ist quantisiert. Und sie nannten daraufhin diese Theorie, die sich dann entwickelte, Quanten. Nicht Quantanamera, sondern Quantenmechanik. Alles ist quantisiert, hieß es ab da. Übrigens haben Sie auch dafür gesorgt, 5 Jahre später haben Sie dafür gesorgt, dass Sie mit Ihrer Relativitätstheorie so erfolgreich gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es noch, sich noch erinnern. Ja, Einstein und Heisenberg und Planck. Ja. Wo ist denn Heisenberg? Heisenberg weiß noch nicht, wo er ist. Das ist ja diese Unbestimmtheit immer so. Okay.
Wenn wir die Relativitätstheorie auf sowas anwenden wie auf die Gravitationslinsen, dann erfahren wir was über Teilchen. Wir erfahren aber auch was über Teilchen, wenn wir Quantenmechanik betreiben. Und das Allerschärfste ist ja, wenn man sich diese Bilder, das ist eine Galaxie, wie die heißt, weiß ich jetzt nicht. Das ist immer Spiralgalaxie, sehen Sie? Ja, ist leicht zu erkennen. Ja. Und so ein Ding ist eben, also in diesen Spiralarmen, da entstehen Sterne, ist die Gasdichte etwas höher als in der Umgebung. Da kommt es dann eher zum Kollaps von Gaswolken. Unter ihrem eigenen Gewicht brechen Gaswolken zusammen und dabei entstehen Sterne. Und das ganze Ding dreht sich mit ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Und genau deshalb, weil sie sich so schnell dreht, braucht man zum Beispiel nicht baryonische dunkle Materie. Und eine der großen Entdeckungen des Jahres 2012, am 4. Juli 2012, passierten zwei Dinge gleichzeitig. Erstens, Matthias Sammer wurde Manager von Bayern München. Zweitens, die große Annonce, wir haben das Higgs-Teilchen entdeckt. Ja, das passierte an diesem Tag, 4. Juli 2012, amerikanischer Unabhängigkeitstag. Am Tag zuvor hatte man an der LMU annonciert, dass man eine Karte von Martin Waldseemüller gefunden habe, in der zum ersten Mal der Name Amerika drinsteht. Und ich habe dann später mal aufgeschrieben, für mich war der 4. Juli sowas wie auch ein Entdeckertag, nämlich auf dem Planeten der Erkenntnisse wurde was Neues entdeckt, nämlich das Higgs-Teilchen. Das Higgs-Teilchen, was eben im Rahmen von der relativistischen Quantenfeldtheorie den Teilchen sogar noch eine Eigenschaft vermittelt, die eben ganz wichtig ist, nämlich die Masse. Aber wichtig war, am Large Hadron Collider wurde die Theorie, die Peter Higgs 50 Jahre zuvor, das muss ich mal überlegen, knapp 50 Jahre zuvor aufgeschrieben hatte, bestätigt. Das war wieder so ein Fall wie bei ihr. Einfach mal einen rausgehauen. Ja? Und Peter Higgs hatte recht, genau wie Einstein recht hatte und wie Planck recht hatte. Das heißt, eine Theorie, die eine klare Vorhersage gemacht hat, was man finden müsste, wenn sie richtig ist. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, dass ausgerechnet das Higgs-Teilchen am Anfang, also kaum war es entdeckt, gab es folgende Geschichte über die Masse des Higgs-Teilchens, wurde annonciert, sei 126 Gigaelektronenvolt. Da kriegt man doch als Verschwörungstheoretiker sofort, Moment, das muss richtig sein. 126, das ist 3 mal 42. Also die heilige Trinität multipliziert mit der Antwort auf alle Fragen. Also das muss es sein. Inzwischen sind sich die Kolleginnen und Kollegen aber nicht mehr ganz so einig, sondern sie behaupten, es seien nur noch 125, irgendwas. Ich bin da sicher, wenn sie nur mal lange genug nachmessen, dann kriegen die das schon raus, dass es 126 sind. Also der Large Hadron Collider als ein Naturgesetzgerichtshof zur Überprüfung von Naturgesetzen. Und diese Erkenntnis über das Allerkleinste hat eben große Bedeutung für das Allergrößte, für das, was der Himmel ist. Die Anwendung dieser Naturgesetzlichkeiten auf das Allergrößte, das ist das eigentliche Thema, meine Damen und Herren, des heutigen Vortrags. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Wir kriegen das schon hin. Was hat also das Universum mit uns zu tun? Wenn wir Astrophysik betreiben, dann wenden wir irdische Physik auf den Himmel an. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und die irdische Physik zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben als empirische Wissenschaft eine unglaublich scharfe Kritik an sich selbst übt. Während viele Bereiche in den Wissenschaften sehr hermeneutisch sind, mit sehr starken Interpretationshinweisen, das geht auch gar nicht anders, beschäftigt sich die Physik mit den einfachsten Strukturen, die es in der Welt überhaupt gibt. Also mit dem Universum zum Beispiel, was langweilig ist, gibt es überhaupt nicht mehr. Das haben Sie inzwischen auch begriffen, denn da draußen ist ja nichts los. Denn es gibt ja so gut wie keine Teilchen. Ein Teilchen pro Kubikzentimeter, ein Teilchen pro Kubikmeter. Das, was uns diese Science-Fiction-Geschichten erzählen, ist alles Blödsinn. Ja? Sondern das Universum scheint völlig öde zu sein. Die drehen sich ja noch nicht mal, die Dinger. Man sieht ja nichts. Sie sind ja ewig weit weg. Das war übrigens das Argument im Mittelalter, weshalb es eben nicht sein kann, dass die Erde sich um die Sonne drehe. Das könne nicht sein. Dann würde sich ja die Position der Sterne am Himmel Jahr für Jahr verändern. Das kann man übrigens am eigenen Daumen erfahren. Einfach mal ausstrecken, links und rechts, Auge zu, auf und zu machen. Dann sieht man, wie die Position springt. Parallaxe. Man konnte sich im Mittelalter überhaupt nicht vorstellen, dass die Sterne so weit von uns entfernt sind, dass diese Parallaxe, diese scheinbare Positionsveränderung, eben so winzig ist, dass man erst ein Teleskop dafür braucht.
Das war der Beginn tatsächlich der großen, der Anwendung der irdischen Physik auf den Himmel. Zu behaupten, das, was wir von der Erde kennen, nämlich Relativitätstheorie, Quantenmechanik etc., solange nur diese Theorien hinreichend gut überprüft sind, damit machen wir Physik des Himmels. Das heißt, wenn wir Physik betreiben, dann ist es auch tatsächlich so, dass wir mathematische Fragen an den Kosmos stellen. Und das Irre ist ja, dass tatsächlich das Universum uns mathematische Antworten liefert. Das ist das Erstaunliche. Wir können uns also auf diese empirischen Wissenschaften verlassen, weil sie mit dieser unglaublich scharfen Guillotine arbeiten. Theorie, du musst deinen Kopf in die Guillotine legen. Tut mir leid. Entweder Sekt oder Selters. Alles oder nichts. Das ist die Methodik, mit der wir arbeiten. Das ist die Methodik, mit der wir tatsächlich dann auch überprüfen können, ob da oben die Dinge so ähnlich sind, wie sie bei uns auf der Erde sind, beziehungsweise ob es Materiezustände gibt, die ganz anders sind. Der Wahnsinn besteht nun darin, dass man zum Beispiel eine Entdeckung wie den am Large Hadron Collider, das Higgs-Teilchen, mit etwas zusammenbringen kann, was ganz am Anfang im Universum der Fall gewesen sein muss. Warum? Nun, dieses Higgs-Teilchen gehört zu einem Feld und dieses Feld hat eine bestimmte Energie. Diese Energie kennt man sehr genau. Ich schreibe es jetzt mal hin, nur für die Spezialisten im Saal. 246,22 Gigaelektronenvolt. Das ist der Vakuum-Erwartungswert des Higgs-Feldes. Hätten Sie nicht gedacht, dass Sie das heute Abend noch so dezidiert gesagt kriegen. Das habe ich mir schon gedacht. Der Irrsinn besteht nun darin, dass die Anwendung der irdischen Gesetze auf den Himmel in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zu der irrsinnigen Idee geführt hat, dass das Universum expandiere. Es war nämlich so, dass man einfach die Strahlungsgesetze, also die sogenannte Rotverschiebung, beziehungsweise die elektromagnetischen Wellen, wie elektromagnetische Wellen sich ausbreiten, das wusste man zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut. Und man merkte nun, vor allen Dingen einer merkte es sehr genau, nämlich Edwin Hubble, dass offenbar die Objekte, die sehr weit von uns entfernt sind, deren Strahlung ist sehr weit ins Rote verschoben. Und diese Rotverschiebung, die konnte man dadurch verstehen, dass diese Objekte sich von uns entfernen. Und zwar je weiter weg, umso schneller. Und Hubble formulierte dann zunächst mal deutlich im Konjunktiv, später hat Georges Lemaître es dann zu einem großen Modell zusammengebaut, dass tatsächlich das Universum expandieren könne. Was natürlich dazu führt, so hat Lemaître es dann formuliert, dass es gestern kleiner war. Vorgestern war es noch kleiner. Und nun kommt der Hammer, dass wiederum die Anwendung von bestimmten Gesetzen, die man dann in den 30er bzw. 40er Jahren herausgefunden hat, nämlich die Gesetze der Atomkerne, drei Physiker dazu gebracht haben, Mensch, wir können jetzt Atombomben bauen, dann können wir auch gleich um das Universum uns so klein werden lassen wie ein Atomkern. Und machen daraus Physik des gesamten Kosmos. Und so entstand das, was man im Allgemeinen oder landläufig mit Urknall bezeichnet. Die Anwendung von Kernphysik auf das gesamte Universum. Jetzt wird es wieder gleich seriös. Entschuldigung. Nee, da. Hierhin, ne? Zuspieler? Rednerpult? Der ganz linke Knopf. Der da. Links, hier steht Rednerpult Mute. Ja, der ist an. Gut. Verhalten im Brandfall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ah, nee, Entschuldigung. Die wenden also die Kernphysik auf das gesamte Universum an und machen daraus Vorhersagen, die sich dann tatsächlich einstellen. Dass nämlich das Universum am Anfang so klein gewesen sein könnte wie ein Atomkern und heiß und dicht gewesen sein muss. Und sie haben daraus abgeleitet, eine Strahlung, die im gesamten Kosmos, auch hier im Saal, zu finden sei. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Überall. Ganz egal wo. Und das war 1948. 1964 finden zwei Radioingenieure, die von Kosmologie so viel Ahnung haben wie ein Fisch vom Fahrrad, entdecken mit Hilfe eines Empfängers, der für was ganz anderes gebaut war, diese kosmische Hintergrundstrahlung. Ein starker Hinweis übrigens, dass die Entdeckung richtig war. Denn wenn die Leute, die die Theorie gebaut haben, dann auch noch das entdecken, was sie vorhergesagt haben, das wäre nicht so gut. Okay. Das heißt, wir haben seit 1948 eine Theorie für den gesamten Kosmos. Und zwar unter der Prämisse, und jetzt kommt es, dass das Allerkleinste, nämlich dieser Anfang des Universums, mit dem gesamten Universum zusammengeht. Das ist
Moderner Naturalismus, würde man als Philosoph sagen. Evolutionärer Naturalismus. Es gibt keine Harry-Potter-Inseln in diesem Universum, sondern überall gelten mindestens die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen. Mindestens. Können ja noch andere geben, aber die dürfen denen, die besonders gut überprüft sind, nicht widersprechen. Also nach dem Motto, if you can't beat them, knutsch them. Also die neuen Theorien müssen Umfassungstheorien sein, die die alten Theorien, die erfolgreich sind, enthalten. Das ist ganz wichtig. Also es gibt kaum noch sowas wie eine kopernikanische Wende, mit der zu rechnen ist, dass auf einmal die Lichtgeschwindigkeit keine absolute Größe ist oder das Planck'sche Wirkungsquantum. Sie sollten sich vor Augen halten, mit welcher Präzision heutzutage zum Beispiel am Large Hadron Collider Experimente gemacht werden. Die Präzision, mit der dort Protonen aufeinander geschossen werden, entspricht folgender Situation. Sie stehen in New York und schießen mit Lichtgeschwindigkeit eine Nadel los. Und jemand anders steht in Lissabon und schießt mit Lichtgeschwindigkeit eine Nadel los. Und die beiden Nadeln treffen sich mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist die Genauigkeit, mit der solche Experimente gemacht werden. Ich habe in München den wunderbaren Kollegen Theo Hensch, der einen Nobelpreis für Physik dafür bekommen hat, dass er so genau messen kann. 20, 22 Stellen hinterm Komma genau. Das heißt, wenn es andere Naturgesetze noch geben sollte, andere Theorien, die über das hinausgehen, was wir kennen, dann müssen die das, was wir inzwischen so gut überprüft haben, natürlich schon enthalten. Aber wichtig ist, dass Sie verstehen, die Verbindung des Allergrößten mit dem Allerkleinsten, dieser unglaubliche Chauvinismus, Sie wissen, Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe, sind wir Physiker nicht ganz unbetroffen davon, dieser Chauvinismus zu sagen, das, was wir mit unserem Kognitionsapparat in den letzten 400, 500 Jahren die Welt rausgefunden haben, das gelte überall im Universum. Das ist übrigens an dieser Stelle kleine historische Bemerkung. Man spricht ja gerne von den Kränkungen der Menschheit. Eine Kränkung, die erste, war die, die Nikolaus Kopernikus angerichtet haben soll, als er nämlich die Erde aus dem Mittelpunkt der Welt herausgenommen hat und die Sonne dafür reingestellt hat. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Kopernikus steht am Beginn einer Entwicklung, dass der Mensch eben kein Tier ist, sondern ein geistiges Wesen, das auch über Prinzipien sprechen kann, die viel größer und stärker sind als die Sinne. Kopernikus teilt uns mit, vertraut nicht euren Sinnen. Wenn ihr euren Sinnen vertraut, dann dreht sich alles um die Erde. Wenn ihr aber allgemeineren Prinzipien vertraut, dann könnt ihr verstehen, wie die Welt funktioniert. Und genau diesen Weg, wir sind im Grunde genommen nach Kopernikaner. Giordano Bruno wird behaupten, dass es noch viel mehr Planeten gibt als unsere. Giordano Bruno wird behaupten, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Dafür ist er verbrannt worden. Wir werden später, 1948, anfangen, das gesamte Universum zum Gegenstand zu machen der Forschung. Wir haben das Urknallmodell, das ist einfach, ich gehe mal hier so hin. Der Beginn des Universums lässt sich mit Hilfe von Relativitätstheorie und Quantenmechanik ziemlich sauber definieren. Das ist nicht 0 Sekunden, sondern 5 mal 10 hoch minus 44. Das ist nicht 0 Meter, sondern 10 hoch minus 35 und so weiter. Das sind die Grenzen der kausal erkennbaren Welt. Da, wo die Grenzen der Empirie sind, haben die beiden hier ja schon früh genug festgestellt, da ist einfach Schluss. Darüber kann man natürlich spekulieren, da lässt sich auch gut und trefflich philosophieren. Also eine metaphysische Hypothese muss eben widerspruchsfrei sein, verständlich, kritisierbar und so weiter. Empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Was hat also das Universum mit uns zu tun? Das Universum ist das ideale Laboratorium, um alles das zu überprüfen, was wir hier an der Erde an physikalischen Zusammenhängen erfahren. Erstens. Zweitens. Das Universum ist auch, da komme ich wieder an den Anfang des Vortrags zurück, das ideale Laboratorium, um zu überprüfen, ob die Chemie stimmt, die wir hier verwenden. Ja, haben Sie vielleicht gelesen, Churi stinkt. Das heißt, er stinkt eigentlich nicht, weil keine Nase da ist, die was riechen kann. Aber die Moleküle, die er abgibt, die sind schon äußerst unerfreulich. Formaldehyd, Blausäure, stinkt nach Pferdestall um Churi rum. Ja? Also nicht so besonders lecker da. Also wenn man jetzt, also wer die Nase hat zum Riechen, der riecht und so weiter. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir sogar schon dabei sind zu schauen, gibt es Leben im Universum? Die Suche nach außerirdischem Leben ist keine Sache mehr für Science Fiction, sondern ist eine Sache der empirischen Wissenschaften. Wir sind längst dabei, um andere Sterne herum Planeten zu identifizieren. Und eines schönen Tages wird es uns auch gelingen, tatsächlich herauszufinden, ob in der Atmosphäre eines Planeten möglicherweise solche Moleküle wie Ozon, Wasser und viele andere drin sind, die wir dringend die wir im Allgemeinen mit der Definition von Leben zusammenbringen. Wobei Sie sich klar machen müssen, ich habe Ihnen ja eben erzählt, hier sei so eine unglaubliche Präzision am Werk, am Large Hadron Collider.
Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Planeten, der ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt ist, und Sie wollen eine 100 Kilometer große planetare Atmosphäre untersuchen darauf, was da drin ist. Wow. Von wegen, die Astronomen, die sind ja nur fürs große Ganze. Ja. Also, was hat das Universum mit uns zu tun? Es ist das ideale Labor, um sich genau über diese Naturgesetze überhaupt Kenntnis zu verschaffen, die wir hier unten auf der Erde eben auch dringend brauchen. Die Herausforderungen einer Welt des 21. und 22. Jahrhunderts ist unter anderem das Anerkennen von den Naturgesetzen. Festzustellen, wir sind ein Teil der Natur als evolutionäre Wesen. Wir haben allerdings tatsächlich, deswegen habe ich dieses Plädoyer eben für Nikolaus Kopernikus gehalten, wir haben allerdings Fähigkeiten, die uns über das allgemein Evolutionäre hinausbringen. Wir sind vielleicht sogar in der Lage, die Geschwindigkeit der Evolution dadurch zu verschärfen, dass wir uns nicht nur kulturell, sondern auch digital entwickeln. Das merken wir ja momentan, was das auch mit uns macht, welche Beschleunigung durch die entsprechenden digitalen Technologien zustande kommt. Man hat ja keine ruhige Minute mehr. Hat übrigens noch kein Handy geklingelt. Sehr, sehr lobenswert. Vibriert alles nur noch, ne? Also, die Entdeckung des Higgs-Teilchens war ein wichtiger Baustein bei der Zusammenführung des Allergrößten mit dem Allerkleinsten. Der Urknall in dem Plakat ist ja von Urknällen die Rede. Die Urknälle gehören zu dem, was man meint, sagen zu müssen, wenn man sich mit den Eigenschaften dieses Universums nicht abfinden möchte, weil man nämlich sagt, es ist so fein aufeinander abgestellt, das kann eigentlich kein Zufall sein, aber es wird in dem Moment ein Zufall, wo man 10 hoch 500 andere Urknälle hat, da ist alles möglich, alles. Dann wäre vielleicht auch ein Universum wieder möglich, wo man mal eher, na gut, ich denke jetzt mal an meine Fußballvision. Aber hat natürlich empirisch überhaupt nichts zu sagen. Überhaupt nichts. Das heißt, wir stehen am Ende eines solchen Abends bei der Frage, was hat das Universum mit Ihnen direkt zu tun? Vielleicht, und das wird meine letzte Geschichte sein, die zu erzählen ist, der Wahnsinn ist nämlich, wenn Sie einen Meteoriten in der Hand halten, ein Brocken, der 4,567 Milliarden Jahre alt ist, und Sie untersuchen diesen Meteoriten und kriegen raus, dass die Erde einer Supernova-Explosion, dass die Sonne und das Sonnensystem und damit die Erde auch, einer Supernova-Explosion ihre Existenz verdankt. Wenige Millionen Jahre bevor diese Gaswolke in ihrem eigenen Gewicht zusammenbrach, muss ein Stern von 25 Sonnenmassen explodiert sein. Und dessen schwere Elemente, die er in seinem Innersten erbrütet hat, Sie erinnern sich an die Neutrinos, diese schweren Elemente, die sitzen jetzt hier. Sie und ich, wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Ja. Der Wahnsinn. Und wer erzählt uns das? Es erzählen uns die Objekte, die eigentlich zeitlos sind, die quantenmechanischen Objekte, Atome, Elementarteilchen, die erzählen uns diese Geschichte. Was hat also das Universum mit uns zu tun? Da kommen wir her. Wir wissen ziemlich genau inzwischen, wo wir herkommen, nämlich von so einer Supernova. Was hat die Teilchenphysik damit zu tun? Nun, die Teilchenphysik ist das einzige Erklärungsmuster, das uns verstehen lässt, wie Sterne funktionieren. Und möglicherweise werden wir tatsächlich eines Tages mal auf einem anderen Planeten andere Lebewesen kennenlernen. Und ich werde Sie nicht fragen danach, welche Naturgesetze bei Ihnen gelten. Das werden nämlich die gleichen sein wie bei uns. Aber ich werde Sie fragen, welche Bilder Sie malen, welche Musik Sie machen, an welche Götter Sie glauben und welche Märchen Sie Ihren Kindern erzählen. Das war's. Danke. Ciao. Danke. Gute
Reden, meine Damen und Herren, sind immer Dialoge und insofern haben wir schon jetzt einen Dialog geführt, aber Herr Lesch hat sich bereit erklärt, auch noch ein wenig mit Ihnen ins Gespräch einzutreten, so Sie denn mögen. Sie dürfen also Fragen stellen. Wir haben ein Problem, wir haben hier zwei Mitarbeiterinnen, die Mikrofone in der Hand halten, aber ich fürchte, Lena und Yvonne werden eine große Schwierigkeit haben, irgendwo hier hinzukommen. Das heißt, wenn Sie was fragen wollen, müssen Sie wahrscheinlich einfach laut rufen. Will jemand irgendwas wissen? Irgendwas? Komm, hau mal einen raus, komm. Einstein, Frau Einstein, haben Sie vielleicht? Nein, Sie haben ja nur Antworten, stimmt. Herr Blank, Sie haben sicherlich auch. Ihnen ist alles klar soweit, ne? Ist klar. Herr Eddington? Frau Eddington, auch nicht. Okay, dann gut. Hallo. Eine Bitte ganz schön. Einfache Frage. Wo sehen Sie die Grenze des kritischen Rationalismus? Oder etwas kühner formuliert, was nützen mir die Naturgesetze, wenn ich mich aufhängen will vor Verzweiflung? Oh, no. Jetzt wird's aber. Nun, das ist natürlich. Wahnsinn. Wenn alles nichts mehr hilft, Cognac. Ja. Komm, also natürlich ist der kritische Rationalismus, und davon war hier die Rede bei der empirischen Hypothese, die an der Erfahrung scheitern können muss, natürlich lässt sich damit kein Leben bewältigen, um Gottes Willen. Da kann ich natürlich nochmal hier den Herrn Wittgenstein, oder nicht nochmal, der ist ja heute Abend bei mir noch gar nicht aufgetreten, den Wittgenstein zitieren, dass selbst wenn alle Fragen der Naturwissenschaften beantwortet wären, natürlich keine einzige existenzielle Frage meines Lebens davon betroffen ist. Das stimmt. Trotzdem wäre es fatal, die Naturwissenschaften zu ignorieren. Das wäre also ganz blöd, weil es dann sein könnte, dass man dann gar nicht mehr existiert, relativ schnell. Ich denke nur an die Konstruktivisten, mit denen ich bei St. Peter-Ording dann da unterwegs bin. Das ist auch gar nicht die Aufgabe der Empirie. Die Empirie ist das herauszufinden, was eben tatsächlich direkt objektiv erfahrbar ist. Nicht subjektiv erfahrbar, aber objektiv erfahrbar. Die große Auseinandersetzung, die ja in jedem von uns stattfindet mit der Welt, ist ja am Anfang schon mal, man kommt auf die Welt und die Welt ist schon da. Das ist schon mal eine Provokation. Die hatte man sich eigentlich ganz anders vorgestellt. Und die Verzweiflung, die einem im Laufe des Lebens befällt, hat ja viel auch damit zu tun, dass die Dinge einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ich meine, wer ist schon aus Erfolg verzweifelt oder sowas? Ne? Das passiert ja nicht, sondern ist eigentlich aus Misserfolg. Und das Interessante ist eigentlich in dem Zusammenhang, dass selbst in der Philosophie es relativ wenig moderne Strömungen gibt, mit denen man da langsam oder überhaupt was anfangen kann. Ich würde bei Verzweiflung immer dafür plädieren, bevor man irgendwas macht, man kaufe sich Marc Aurel. Ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen. Der hat jetzt längere Zeit nichts mehr geschrieben. Das war ein römischer Kaiser, aber es war ein Stoiker. Und seine Bekenntnisse, die sind schon ziemlich stark und die können einen unter Umständen dazu führen, erstmal ruhig zu werden. Und dann kann man vielleicht auch wieder anfangen, sich über kritischen Rationalismus Gedanken zu machen. Und nach der zweiten, dritten Cognac-Flasche zusammen mit Marc Aurel kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Aber um das noch zu sagen, der kritische Rationalismus ist natürlich auch eine Haltung, die hat so eine Perspektive von nirgendwo, wie Thomas Nagel das mal genannt hat. So wie die Naturwissenschaften insgesamt ja vor allen Dingen eben versuchen, objektive Informationen zu präsentieren. Und objektive Informationen haben mit den subjektiven Erlebnissen einer Person natürlich erstmal schon mal rein definitionsgemäß erstmal nichts zu tun. Das ist ja die große Auseinandersetzung, die heute auch stattfindet. Ist es überhaupt möglich, die Innenperspektive einer Person jemals zugänglich zu sein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es nie möglich sein, zu wissen, wie es ist, John Malkovich zu sein. Das weiß nur John Malkovich, sonst niemand. Das heißt also, auch dieser innere Zustand der Verzweiflung ist ein Zustand, der natürlich mit dem kritischen Rationalismus so viel zu tun hat wie ein Fisch mit dem Fahrrad. Ja, da wird man nicht viel helfen können. Gut, ich kann auch kürzer antworten. Entschuldigung. Bitte schön. Ja? Neutronensterne? Aus Neutronen. Nee, also jetzt Spaß beiseite. Neutronensterne bestehen tatsächlich aus Neutronen. Das ist jetzt also nicht alles vom Neutronenstern besteht aus Neutronen, aber vieles davon. Wahrscheinlich das meiste. Es kommt dadurch zustande, dass die Dichte
bei einem Stern, der unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, wo es also keine Kernfusion gibt, keine Energiefreisetzung, die dieser Kraft der Gravitation noch irgendwie was entgegenhalten könnte, kommt es dazu, dass Elektronen und Protonen tatsächlich zu Neutronen verschmelzen. Der inverse Beta-Zerfall. Und dabei entstehen praktisch nur Neutronen. Es ist nur so, dass ein Neutronenstern nicht total aus Neutronen besteht, sondern möglicherweise im Inneren aus so einer Quark-Gluon-Suppe und aus einer Schale, die wahrscheinlich aus Eisen besteht. Und das ist momentan der Stand der Dinge, soweit wir das aus den Beobachtungen ableiten können. Aber man hat halt das Problem bei vielen, ich bin ja auch Sternpathologe, beschäftige mich mit Neutronensternen. Ich hätte ja auch gerne mal so wie der Karl Friedrich Börne, ne? So die Leiche vor mir und könnte mal gucken, Mensch, an was bist du denn gestorben? Nur das Blöde ist, wenn der Neutronenstern hier auf die, ja, von einem Neutronenstern ist ein, so ein Würfelzucker, so würfelzuckergroßes Stück Neutronenstern ist so schwer wie alle Menschen zusammen. Willst du hier auch nicht auf dem Boden haben, ne? Das ist halt das Blöde, wir können es immer nur indirekt machen, aber wir wissen eine ganze Menge über die innere Struktur und sie bestehen im Wesentlichen aus Neutronen, Quarks, Gluonen und aus Eisen. Hier vorne haben wir noch eine Frage von einer Dame, die wir nicht sehen können, weil sie da ganz eingequetscht sitzt, aber sie hat ein Mikrofon, bitteschön. Also ich wollte mal fragen, Sie haben ja gesagt, dass 92% also von uns aus Sternstaub bestehen. Woraus bestehen dann die restlichen 8%? 8%. Das besteht aus Wasserstoff, die aus den ersten 3 Minuten stammen. Ja. Die ersten 3 Minuten im Universum sind, also gehen wir einfach wieder zurück hier an den Anfang. Können wir ja kurz mal gucken. Also, das Universum hat angefangen ziemlich heiß und kühlt sich ab, expandiert, wird immer kälter und kälter und irgendwann hat es eine Temperatur von 10 bis 20 Milliarden Grad erreicht. Und in dieser Zeit ist das gesamte Universum ein Kernreaktor, wo die Verschmelzungsreaktionen, die jetzt im Universum nur noch in Sternen stattfinden, im gesamten Universum stattgefunden haben. Und das sind dann Protonen zum Beispiel, also einfache Wasserstoffkerne, sind verschmolzen mit Neutronen, die gerade noch übrig gewesen sind. Und daraus sind Deuteronen geworden. Die Deuteronen haben sich zu Helium verschmolzen. So kann man also aus dieser Theorie des Urknalls von 1948 haben diese 3 Kernphysiker eine Vorhersage darüber gemacht, wie sah das Material aus dem der erste Stern entstanden ist. 24% Helium, 24,9% Helium. Der Rest ist Wasserstoff, ein bisschen Lithium gegen die Depression, ein bisschen Beryllium und Bohr. Das war's. Alle schweren Elemente, alles, was schwerer ist als Helium, entsteht im Prinzip nur in Sternen. Das heißt, Sauerstoff, den Sauerstoff, den wir einatmen, Eisen im Blut, Magnesium gegen die Krämpfe in den Waden, Silizium für die Computer und so weiter und so weiter. Das ganze Zeug entsteht alles in Sternen. Und vor allen Dingen die wirkliche Fusion von Atomkernen, also die akute Fusion in großen Sternen, geht nur bis zum Eisen. Alle Elemente, die schwerer sind als Eisen, entstehen während Supernova-Explosionen. Also wenn so ein Stern zerreißt, in dieser kurzen Zeit wird das gesamte Periodensystem bis hin zu den ganz schweren Kernen aufgebaut. Und an dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer, hätte man nämlich auch machen können, das ist eine der ganz großen Sachen, die wir herausgefunden haben. Es gibt keine Lücken im Periodensystem. Ich weiß nicht. Periodensystem? wer hatte Kartendienst, ne? Diese berühmte Geschichte? Okay. Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter und so weiter. Und im Periodensystem ist ja jedes Element dadurch definiert durch die Anzahl der Protonen im Kern. Element Nummer 1, Wasserstoff. Element Nummer 2, Helium. Element Nummer 3, Lithium. Element Nummer 4, Beryllium und Bohr und bababababab. Und zwischen ganzen Zahlen gibt es keine ganzen Zahlen mehr. Ist Ihnen das klar? Zwischen 2 und 3 geht nichts mehr rein. Nur noch irgendwas Ungerades. Und man weiß, es gibt 92 stabile Atomsorten im Universum. Das war's. Wir kennen also alle atomaren Bestandteile des Universums. Alle. Und ich gönne mir diesen Gag an dieser Stelle. Das Periodensystem der Elemente ist wie eine Briefmarkensammlung der DDR. Da kommt nichts mehr dazu. Bitte schön. Ja. Ja, ja. 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 Darf ich nicht drüber reden, ist doch klar. Nein, na komm, mach. Ist kein Problem, das kann ich hier auch im Rahmen der NSA, kann ich das kurz erzählen.
Das wissen die Amis auch schon längst. Obwohl man den Eindruck hat, dass in Amerika an manchen Stellen scheint mir die Zeit stehen geblieben zu sein. Wenn ich an Ferguson denke, na gut, okay. Also was haben wir? Wir haben im Prinzip, also hier haben wir die Zeit laufen, hier unten läuft die Zeit und hier läuft etwas, was mit der Größe des Universums zu tun hat, der sogenannte Skalenfaktor. Und wir haben mehrere Möglichkeiten. Das erste Universum, am Anfang, es fängt an und dann, ja, scheiße, ist nicht geschafft. Ja? Dumm gelaufen. Mensch, das hätte es doch werden können. Diese Baumgartner-Variante, Sie wissen schon, dieser Red Bull-Mann, ja, bumm, wieder nichts und so weiter. So, dann gibt es die Variante, jetzt wollen wir doch mal gucken, ja, jetzt aber. Ja, das ist das sogenannte Unendlichkeitsuniversum. Das wäre gerne runtergekommen, ist aber irgendwann verschwunden, so Major Tom-mäßig. Ja. Und dann gibt es die Variante, die genau dazwischen liegt. Die geht sogar, wie Sie sehen, über die Zeit hinaus. So. Das wäre also ein Universum, was wieder in sich zusammenfiele. Big Crunch. Alles wieder ein und eins. Und dann möglicherweise die buddhistische Variante hier zusammengefallen, dann wieder plong. Ja, wieder angefangen und weiter. Dann haben wir hier die pessimistische Variante, alles geht in Bach runter, Pantarei-Universum, zacker, ja, es expandiert wie Sau und das war's. Die andere Variante ist die gerade so auf der, ja, so. Okay. Also wirklich so auf der Rasierklinge reitend, ein Universum, das expandiert, was aber offenbar jetzt seit einigen Milliarden Jahren sogar beschleunigt expandiert. Das ist das Universum, in dem wir sind. Wir sind nicht in dem, was wieder in sich zusammenfällt, dafür haben wir zu wenig Materie. Wir sind auch nicht in einem, was total auseinanderreißt, also das wissen wir noch nicht auf jeden Fall. Momentan würden wir sagen, wir sind in einem Universum, das gerade so die richtige Geschwindigkeit hatte, um in den entscheidenden Moment, das ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage, wäre allerdings auch noch ein extra Vortrag wert, nämlich sich die, also ich will vielleicht nur mal die Frage bei Ihnen induzieren, das Universum breitet sich aus, also alles wird immer, der Raum breitet sich aus, der Abstand zwischen Galaxien wird immer größer, nicht von allen, aber von vielen. Schön. Also Andromeda kommt ja auf die Milchstraße zu, weil die Gravitation zwischen den beiden stärker ist als die Expansion des Universums. Aber im Großen und Ganzen breitet sich alles aus. Stellt sich doch die Frage, wieso gibt es überhaupt Galaxien? Das gibt es doch überhaupt nicht. Wenn sich alles ausbreitet, hätte sich doch die Dichte im Universum schon längst gleichmäßig verteilen müssen. Das ist doch Unsinn, was Sie da erzählen. Stimmt da irgendwas nicht? Und das bezahlen wir. Keine Ahnung. So. Und dann muss man nämlich anfangen, darüber zu sprechen, es muss am Anfang gewisse Schwankungen gegeben haben, die dazu geführt haben, dass die Materie sich schneller verdichtet hat, also mehr zu mehr Kollaps geführt hat, als die Expansion wieder auseinandertreiben konnte. Hier die Quantenmechanik von Herrn Planck, die ist dafür verantwortlich, und der Herr Heisenberg, der immer noch nicht angekommen ist, die sind dafür verantwortlich, dass wir verstehen können, wie solche Schwankungen am Anfang im Universum zustande kommen. Und dann wären dichte Schwankungen eben auch die Schwankungen, wo die Gravitation stärker wäre und da würde die Materie hinlaufen. Das wäre jetzt ein Vortrag über Zins und Zinseszins. Ist ja interessant, ne? Von Burger King sind jetzt 89 Filialen geschlossen worden, aber von Luxemburger King noch nicht. Sie wissen schon. Sie wissen schon, wen ich meine, ne? So schnell kann es in diesem Vortrag hochpolitisch werden. Ja. Gut, dann nehmen wir vielleicht noch zwei letzte Fragen. Einmal Sie. Oh je. Ja. Sie meinen die dunkle Energie so als Flatulenz des Universums. Also erstmal, damit alle im Saal wissen und auch die in den benachbarten Hörsälen wissen, die dunkle Energie ist ja genau das, worum es da geht bei der Frage der Expansion, der beschleunigten Expansion im Universum. Die dunkle Energie ist ein Phänomen, das ganz im Gegensatz zur dunklen Materie weit davon entfernt ist, jemals
also in absehbarer Zeit gelöst zu werden bei der dunklen Materie. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ist es die Suche nach einer Teilchenfamilie, die möglicherweise irgendwann mal erfolgreich sein wird? Bei der dunklen Energie handelt es sich um ein Phänomen, dessen Wirkung wir sehen, aber wir haben keine Erklärung dafür. Also gar keine. Also auf Deutsch überhaupt keine. Also wirklich, man könnte jetzt mit Herbert Wehner sagen, ich weiß nichts und Sie wissen gar nichts. Ja? Wenn Sie nicht wissen, wer Herbert Wehner mag, googeln Sie mal. Können Sie mal nach. Mit dem habe ich einen Preis zusammen. Der war 1969 der erste Pfeifenraucher des Jahres, ich 40 Jahre später. Gut. Aber um der Frage nicht auszuweichen, niemand weiß, kennt die Natur der dunklen Energie. Niemand. Selbst diejenigen, die den Nobelpreis dafür bekommen haben, das war der erste Nobelpreis in Physik, der vergeben wurde für eine Entdeckung, die man nicht erklären kann. Überhaupt nicht. Gar nicht, Sie wissen schon. Die den Nobelpreis bekommen haben, haben ihn sicherlich zu Recht bekommen, was die Messleistung betrifft, also die experimentelle Leistung, sowas zu messen. Aber es ist natürlich schon bedauerlich, wenn die entsprechende Wissenschaft so gar nichts anzubieten hat, wie man das denn nur auch nur ansatzweise erklären könnte. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob sie zieht oder ob sie drückt. Ich persönlich würde momentan eher fürs Drücken plädieren. Es könnte aber noch viel schlimmer sein. Es könnte sogar sein, dass sie gar keine physikalische Erklärung, dass es gar keine physikalische Erklärung dafür gibt. Es könnte etwas ganz Fürchterliches passieren, dass das Universum mit einer bestimmten Menge von Vakuumenergiedichte angefangen hat, die Albert Einstein als kosmologische Konstante bezeichnet hat. Die er später dann, ich weiß nicht warum, müssen Sie nochmal erklären, als seine größte Eselei bezeichnet hat, die aber dann wieder zu Ehren kam. Das heißt, es könnte sein, dass es nicht so ist wie beim Higgs, wo wir eine Energie des Feldes angeben können, 246,22 GeV, sondern dass es einfach eine bestimmte Menge an Energie gab, als das Universum entstanden ist. Und das wäre natürlich fatal, weil das würde bedeuten, es ist sowas wie ein Muttermal des Universums. Einfach nur eine Eigenschaft zu vielen anderen Eigenschaften. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass dieses Universum mindestens 33 freie Parameter hat, die wir nicht erklären können. Die großen Theorien, wie zum Beispiel die Supersymmetrie, hat sogar 125 freie Parameter. Davon sind allerdings die Hälfte eingeschränkt. Naja, ist auch kein wirklicher. Das heißt, wir sind an dieser Stelle sind wir völlig offen für jeden neuen Vorschlag, solange er nur irgendwie besser ist als das, was wir bis jetzt haben. Ja. Und wir haben nicht viel. Ja. Tut mir leid, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Gut, nehmen wir die letzte Frage des heutigen Abends, das wären Sie. Sie haben vorher erwähnt, dass wir aus Sternenstaub sind. Also unsere Milchstraße hat eine Supernova. Ja. Sie gaben 25 Sonnenmassen ja. an und aus denen sind wir entstanden. Wie ja. kommt man auf 25 Sonnenmassen? Ja, ja. Das ist eine wunderschöne Frage. Für die nächsten 2,5 Stunden, glaube ich, können wir uns nochmal. Also. Aus der Häufigkeit der kurzlebigen Nuklide in den Meteoriten kommt man darauf, welche Art von Supernova es gewesen sein muss, um die entsprechenden Zerfallsreihen in einem Meteoriten überhaupt möglich zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, aus der Häufigkeit der Nuklide in den Meteoriten kommt man darauf, in welcher Nähe von der Supernova-Explosion einer bestimmten Stärke dieser Meteorit sich gebildet hat. Und das heißt, man kann praktisch zu jeder Supernova in einem bestimmten Abstand eine Nuklidkarte erstellen. Was kommt denn da so raus? Was fegt die in einen Gasnebel rein? Und welche Art von Stern muss es deshalb gewesen sein? Der Wahnsinn besteht dann, wenn man tatsächlich sagt, es ist ein 25-Sonnenmassenstern gewesen. Im Übrigen sind eben Supernova-Explosionen eben immer nur, diese Supernova vom Typ 2 sind die großen Sterne, die sind nur Sterne, die eben groß sind, die sehr, sehr schwer sind. Der Wahnsinn ist nun folgender. So einen Stern gibt es nicht alleine. Es gibt keinen alleinstehenden 25-Sonnenmassenstern. Der lebt nur wenige Millionen Jahre und dann ist er wieder weg, weil große Sterne aufgrund ihrer Masse, die Fusionsprozesse im Innern dieser großen Sterne, die laufen viel schneller ab als zum Beispiel so einem Stern wie unsere Sonne. Das heißt, diese großen Sterne entstehen zusammen mit sehr, sehr vielen kleinen Sternen. Dieser 25-Sonnenmassenstern ist mit Sicherheit mit mindestens 600 bis 1000 anderen Sternen in einem Sternhaufen gewesen. Es stellt sich heraus, dass diese Supernova-Explosion vielleicht ein halbes Lichtjahr
von der Stelle entfernt stattgefunden hat, wo später das Sonnensystem entstanden ist. Wir befinden uns also mitten in einem offenen Sternhaufen, der sich nach einigen Millionen Jahren wieder auflösen wird. Aber da, wo die Sonne entstanden ist, war die Sonne mitten unter lauter anderen Sternen. Und nur Massen können Massen bewegen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn ein Stern an uns vorüberflöge, was würde denn das bedeuten heute? Nun, in einem bestimmten Abstand, wenn solange das Ding weit genug von uns entfernt bleibt, gar nichts. Wenn das Ding zu nahe kommt, sind wir weg vom Fenster. Dann werden die Planetenbahnen instabil und dann fliegen wir raus. Es stellt sich raus, dass die Entwicklung des Sonnensystems nicht nur verlangt, dass ein 25 Sonnenmassenstern explodiert sein muss, um einfach nur die radioaktiven, kurzlebigen Nuklide in den Meteoriten zu erklären, sondern dass auch ein Stern in vielleicht einem Abstand von einem halben Lichtjahr an uns vorbeigeflogen sein muss, als sich das Sonnensystem gerade bildete. Weil dadurch, dass dieser Stern an uns vorbeiflog, schrumpfte diese innere Scheibe zusammen. Diese innere Scheibe führte dazu, dass die Bahnen, die da die Planeten haben, mit einer viel höheren Geschwindigkeit ausgerüstet waren als die draußen. Was wiederum zur Konsequenz hat, dass keiner der Planeten offenbar, die wir heute kennen, in die Sonne fällt. Warum nicht? Weil die alle schnell genug sind. Die sind alle auf dem Gleichgewichtsbahn. Gleichgewicht zwischen ihrer Trägheit, also der Geschwindigkeit, die sie haben, und der tatsächlichen Anziehung durch die Sonne. Das heißt, unsere Sonne ist entstanden in einem einzigen Tohuwabohu von vielen Sternen, hat es dann überstanden, dass keiner an ihr vorbeigeflogen ist, der ihr die Planeten entrissen hat. Dann ist aber einer gekommen, der dem inneren Teil des Sonnensystems genügend Drehimpuls gegeben hat, sodass die Planetenbahnen auch tatsächlich so sind, wie sie heute sind, nämlich fast kreisrund. Und so weiter und so weiter. Und das Ganze hat man in der Hand, wenn man einen Meteoriten genau lesen kann. Mir ist neulich einer geschenkt worden vom Campo de Cielo in Argentinien. Der ist 4,567 Milliarden Jahre alt. Und es wird einem ganz anders dabei. Einfach ihn nur in der Hand zu haben, so ein Eisenmeteorit. Der stammt aus einem Asteroidenkern. Und was man daran vor allen Dingen merkt bei der Analyse dieser Objekte ist, dass die Anwendung von Quantenmechanik, also von Kernphysik auf solche himmlischen Objekte wunderbar funktioniert. Man kann das durch verschiedene Methoden überprüfen und stellt dann fest, es ist tatsächlich so gewesen, unser Sonnensystem ist heute auf dem Tag vor 4,567 Milliarden Jahren entstanden. Es war kurz vor 10, als irgendeiner gesagt hat, ja, in Gottes Namen, dann machen wir eben eins. Ne? Ciao. Ich glaube, ich spreche im Namen aller Anwesenden und es sind, glaube ich, so insgesamt 2000 Leute hier, also ein spürbarer Prozentsatz der Tübinger Bevölkerung. Herzlichen Dank, Harald Lesch, für einen großartigen Start von Rhetorik und Wissen. Schauen Sie demnächst mal auf die Facebook-Seite unseres Partnerprojekts Science Notes, da werden Sie Fotos dieser Veranstaltung finden und schauen Sie auf dem Weg nach Hause mal in den Himmel, denn das hat viel mit Ihnen zu tun. Auf Wiedersehen. Applaus